Auch Axel Kassecker von den Freiheitlichen, der als nächstes ans Pult tritt, wird gegen die Einbindung des fraktionslosen Zingel sein. Ja, der Abgeordnete Zingel hat das Begehr vorgetragen, den Tagesordnungspunkt 18 vorzuverlegen. Wir hätten sehr gerne, wir werden dem nicht zustimmen und ich werde erläutern, warum wir dem nicht zustimmen. Natürlich hätten wir sehr gerne über diesen Tagesordnungspunkt 18 jetzt schon diskutiert, worum geht es da. Da geht es um einen Sonderbericht, einen Rechnungshofbericht über eine Sonderprüfung des Denkmalamtes. Natürlich hätten wir gerne, der im Übrigen beantragt wurde, nicht nur vom Abgeordneten Zingel, sondern auch vom freiheitlichen Abgeordneten Walter Rosenkranz. Das sei nur der Ordnung halber festgestellt. Und dieser Sonderbericht hat natürlich abenteuerliche Dinge ans Tageslicht gebracht. Natürlich hätten wir heute an dieser Stelle gern diskutiert darüber, über die SPÖ-Machtpolitik in diesem Bereich, Denkmalamt, Bundeskanzleramt, über die Personalpolitik in diesem Bereich, über die desaströse Gebarung in diesem Bereich. Natürlich hätten wir darüber gerne diskutiert und auch den zuständigen Minister Droster an dieser Stelle gefragt, warum es bis dato noch keinerlei personelle Konsequenzen gegeben hat. Es wird aber im Anschluss oder zum Tagesordnungspunkt 18 noch ausreichend Gelegenheit geben, diese Angelegenheit, die durchaus nicht erfreulich ist und zeigt in Wahrheit das Sittenbild mancher SPÖ-geführten Ministerien mit Freundelwirtschaft etc. Das ist ja alles drinnen in diesem Rechnungshofbericht und wir werden das zu gegebener Stelle auch noch diskutieren können. Der zweite Grund ist, es ist natürlich eine Frage der subjektiven Beurteilung, was ist wichtig und was ist weniger wichtig in der Tagesordnung. Meine Vorredner haben das schon erwähnt. Wir haben heute natürlich viele, viele wichtige Punkte auf der Tagesordnung, die auch für uns Freiheitliche zugegebenermaßen noch ein bisschen wichtiger sind als dieser Tagesordnungspunkt. Wir werden jetzt im Anschluss über das Thema TTIP und CETA reden. Wir haben einen ganz wichtigen Tagesordnungspunkt. Direkt im Anschluss daran ist auch schon erwähnt worden die Schuldenbremse. Wir haben einen ganz wichtigen Tagesordnungspunkt in Punkt 4, eine deutliche Erhöhung der Pensionen für unsere Pensionisten, eine faire Erhöhung. Wir haben einen ganz wichtigen Tagesordnungspunkt, Punkt 6, die Angleichung der Arbeiter und Angestellten. Wir haben den 7. Tagesordnungspunkt, Internatskosten, eine Unterstützung für unsere Lehrlinge. Wir wollen hier die Internatskosten übernehmen. Und so geht es da weiter und weiter, Inklusion Behinderten. Dann haben wir einen wichtigen Antrag, was die Bankomatgebühren betrifft. Dann haben wir einen ganz wichtigen Punkt, was die Abschaffung der Mietvertragsgebühr betrifft. Sie erkennen, da sind eben Punkte dabei, die noch wichtiger sind als dieser Punkt. Aus diesem Grunde können wir diesem Begehr nicht folgen. Und ein ganz profaner Grund, es gibt sowas wie die Präsidiale in diesem Parlament. Die Präsidiale hat diese Tagesordnung einvernehmlich festgelegt. Und wir sehen jetzt keinen Grund, sozusagen in den Aufgabenbereich der Präsidiale einzugreifen und das hier umzudrehen. Aus diesem Grunde können wir diesem Begehr leider nicht folgen.